Heute bin ich in einem ganz besonderen Wald unterwegs. Deutschlandweit absolut einzigartig. Ich habe schon so viele alte Bäume gesehen, von der Nordsee bis zu den Alpen. Aber so viele alte Bäume an einem Ort wie in diesem Wald, das gibt es kein zweites Mal. Das Besondere an diesem Wald ist einfach, dass es so viele uralte Buchen und Eichen gibt, die zwischen 500 und 600 Jahren alt sind, die meisten Bäume. Und sie haben eine wunderschöne Form, sehen total verwachsen, verwunschen, märchenhaft aus. Richtige Bilderbuchbäume. Und dieser Wald wurde mir auch schon häufiger von Zuschauern empfohlen, weil ich ja alte Bäume so sehr liebe. Deswegen soll ich unbedingt hierher kommen. Aber ich bin bestimmt schon über 20 Mal hier gewesen, habe mich absolut in diesen Wald verliebt und kann es einfach nicht glauben, dass es sowas mitten in Deutschland gibt. Das ist hier ein sogenannter Urwald. Aber das trifft nicht wirklich zu. Urwälder gibt es in Deutschland und Mitteleuropa quasi gar nicht mehr. Nur in Österreich gibt es, glaube ich, einen Urwald, wo vermutet wird, dass noch nie von Menschenhand dort Bäume gefällt wurden. Und vielleicht in einigen Felsspalten, in ganz, ganz engen Schluchten, wo die Menschen nicht hinkommen, da gibt es vielleicht auch noch den einen oder anderen wirklichen Urwald. Aber das hier ist ein alter Hutewald, deswegen sind die Bäume hier so alt, weil sie für das Vieh gedacht waren. Die wurden hier reingetrieben und konnten dann die Äckern und die Eicheln fressen. Aber es hat trotzdem irgendwie einen wunderschönen Urwald-Flair. Hier kann man sehen, dass die Bäume an ihre Altersgrenze stoßen. Das letzte Mal, als ich hier war, gar nicht so lange her, ein paar Monate vielleicht,
Da war dieser Ast noch ganz. Auch der ist jetzt neu abgebrochen. Auch wenn die Baumveterane noch viele hundert Jahre hätten alt werden können, so bringt der Klimawandel die meisten alten Bäume jetzt doch zu Fall. Die letzten Jahre und die Trockenheit haben viel kaputt gemacht. Ich würde gerne trotzdem diese wunderschönen Bäume fotografieren, warte allerdings auf den Nebel. Hier ist es nur ein bisschen diesig. Nebel, dichten Nebel gibt es hier leider nicht, nur hier und da an wenigen Stellen und hat sich auch nicht lang gehalten soweit. Aber ich warte jetzt einfach noch ein bisschen und hoffe, dass sich noch was tut mit dem Hochnebel. Nun bin ich eine halbe Stunde lang durch den Wald gelaufen, habe eine kleine Runde gedreht, bin wieder an den Bäumen angekommen. Kein Nebel gefunden. Das gestaltet sich leider sehr schwierig an genau dieser Location mit dem Nebel. Heute Morgen bin ich eine Stunde lang, kein Witz, nur durch Nebel gefahren. Über Berge und Täler, überall war Nebel. Die Fahrt hat auch 20 Minuten länger gedauert, deswegen. Aber genau hier ist mal wieder so ein Loch. Das ist ganz typisch für diese Location. Es kann überall Nebel sein, aber hier ist es einfach genau dazwischen. Entweder ist der Nebel die Wolken zu hoch meistens oder zu niedrig. Hab trotzdem einige Fotos gemacht und ganz heute Morgen, da konnte ich auch eine schöne Eiche dann noch im Nebel erwischen. Und ich warte noch ein bisschen weiter jetzt.
Hinter mir ist gerade die Sonne leicht zum Vorschein gekommen. Von da oben so ein ganz leichter Schimmer, aber ja nicht sehr stark und auch nur für 5 Sekunden. Das wäre so cool, wenn sie genau von da hinten richtig stark hier reinscheint. Es hat auch genau die richtige Nebelkonsistenz hier in dem Wald. Also es ist nur diesig und kein dichter Nebel. Und das ist perfekt, wenn man kräftige Sonnenstrahlen haben möchte. Und dieses Motiv ist natürlich auch genial. Wann sieht man sowas schon mal? Ist ja 5-mal so breit wie ich. Das war eine Eiche. Und ja, das sieht einfach wunderschön aus hier mit der Form. Dieser riesige Kreis, der Hohlraum. Und der Ast, der hier nach vorne weggeht, der dann ein bisschen ins Bild reinführt. Und weiter hinten stehen auch noch alte Bäume. Also das wäre schon ein fantastisches Motiv. Jetzt überlege ich, ob ich noch warte, ob die Sonne vielleicht wieder durchkommt. Wahrscheinlich kann ich aber die Füße nicht stillhalten und werde hier weiter nach Motiven Ausschau halten. Über mir sieht man, da sind gar nicht so viele Wolken. Aber da hinten, wo die Sonne scheint, da sind mehr Wolken. Hier an genau dieser Stelle, da sammelt sich der meiste Dunst. Das war auch heute Morgen schon so. Und deswegen lohnt sich das hier auch ein bisschen länger zu warten. Es ist ein Spiel zwischen Licht und Schatten. Die Sonne kommt mal so schwach durch, dann wird sie wieder verdeckt. Und das ist eigentlich etwas, was ich überhaupt nicht gut kann, geduldig warten. Jetzt gab es aber einen schönen Moment, wo die Sonne dann durchkam. Da habe ich dann auch ein Foto gemacht, hier mit der EOS R und dem 2405 bei 24 mm mit dem Polfilter. Und ich habe den Tageslichtweißabgleich eingestellt. Der Autoweißabgleich, der war mir ein bisschen zu magentafarben. Oh, jetzt kommt sie hier auch wieder kräftig durch. Schaut euch das an, wie das so schimmert da hinten drin. Ah, also ich glaube, das lohnt sich hier auf jeden Fall länger zu warten noch und zu schauen, was passiert. In dem Bild da und hier in den Blättern, da sieht man das so ein großer heller Fleck. Und in meinen Anfängen der Fotografie, oh, jetzt werden die Strahlen aber richtig stark. Oh, jetzt muss ich mal ein Foto machen, mein Gott. Sehr gut, den Moment gerade noch so erwischt. Sie kommt und geht, die Sonne, im Minutentakt. Ich fotografiere mit dem 2-Sekunden-Timer und bei F13, damit ich dann so einen leichten Sonnenstern habe und genug Tiefenschärfe. Wo war ich? Genau bei hellen Bereichen in meinen Anfängen der Fotografie habe ich versucht, helle Bereiche in einem Waldbild zu vermeiden. Zum einen, weil meine Kamera nicht so viel Dynamikumfang hatte. Die 5D Mark II war eine meiner ersten Vollformatkameras. Und ich wollte mir nicht die Mühe machen, eine HDR-Aufnahme zu machen, Mehrfachbelichtung anschließend zusammenzufügen. Ah, jetzt sieht es wieder schön aus hier mit dem Licht. Einmal kurz. Wow, das sieht wirklich fantastisch aus. Genial. Oh Mann, damit habe ich heute auch nicht mehr gerechnet. Das freut mich. Also definitiv das schönste Bild soweit heute. Und der nächste Grund, warum ich helle Bereiche gemieden habe, ist, weil es mir nicht gelungen ist, in der Bearbeitung der Bilder, in der Nachbearbeitung, diese hellen Bereiche schön aussehen zu lassen. Und heute gelingt es mir auf jeden Fall ein bisschen besser. Da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Aber deswegen traue ich mich dann auch heute mehr als früher, helle Bereiche in meinen Waldbildern mit einzubeziehen.
Schaut mal, die ganzen toten Bäume, die hier einfach liegen bleiben dürfen. Ich finde, das hat schon den Namen Urwald verdient. Bin jetzt hier noch eine halbe Stunde wieder durch den Wald gelaufen, habe nach Sonnenstrahlen Ausschau gehalten. Aber die Sonne kommt immer seltener zum Vorschein und auch immer schwächer. Und der Dunst hat sich auch mächtig zurückgezogen. Also mit Sonnenstrahlen ist nichts mehr. Nur an der einen Stelle, wo ich die dicke Eiche, die tote Eiche dann fotografiert habe, nur da war noch ein bisschen länger, waren noch ein paar Sonnenstrahlen. Aber dann bin ich losgezogen und wollte noch ein paar andere Motive finden, aber das scheint es gewesen zu sein. Bin ich aber froh, dass ich den Moment an der dicken Eiche noch festhalten konnte und den erwischt habe. Hätte überhaupt nicht gedacht, dass das heute so läuft. Ja, tolle Überraschung. Da freue ich mich. Also, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, was auch immer ihr tut. Habt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.